Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Es gab krasse Neuigkeiten. Es wurde jetzt endlich die Frage beantwortet, was man mit diesem Ticket alles machen kann und was man dafür alles bekommt. Viele haben mich schon gefragt, ja, und wie findest du es, das mit dem Ticket, dass man Geld zahlen muss und dies, das? Schwierige Frage. Aber jetzt kommt meine Meinung dazu. Erst einmal aber, was gibt's genau? Die Regis kommen zurück. Regi Rock, Regi Steel und Regi Eis. Die sind sehr unbeliebt, werden immer verspottet. Aber ich freue mich auf die. Das Krasse ist, die kommen gar nicht lange zurück. Nur 3 Tage. Gibt's natürlich in Shiny. Das heißt, die Leute werden abgehen, auch wenn sie Regis sind. Es sind halt nur 3 Tage. 3 Tage ist halt echt wenig, um alle 3 in Shiny zu bekommen. Vor allem, wer dieses Wochenende keine Zeit hat. Puh, leiden. Also das ist schon echt clever gemacht von Niantic. Weil wenn etwas zeitlich exklusiv ist, dann wollen die Leute es. Auch wenn es Müll ist oder schlecht ist. Dadurch, dass es halt zeitlich limitiert ist, wird es halt exklusiv. Und ich glaube, keiner, nicht mal ich, hätte Bock gehabt auf 3 Monate Regis. 1 Monat Regi Rock in Shiny, 1 Monat Regi Steel in Shiny, 1 Monat Regi Ice in Shiny. Diese 3 Monate wären echt leidend gewesen. Und jetzt sind es halt nur 3 Tage, was halt echt krass ist. Ich freue mich auf diese 3 Tage, ich werde abnormal abgehen. Die 3 Tage sind übrigens vom 1. November bis zum 4. November, also direkt nach dem Halloween-Event. Vermehrt in der Wildnis spawnen Kleinstein, Magnet, Hilo, Quickle, Stolyune und Seemobs. Ein paar davon gibt's Shiny, gönnt euch. Nur Seemobs nicht, also vielleicht kommt der dann in Shiny raus. Weil sonst macht es halt keinen Sinn. Kleinstein Shiny, Magnetilo Shiny, Quickle Shiny, Stolyune Shiny und Seemobs nicht Shiny. Kann mir vorstellen, dass der dann in Shiny kommt. Und aus den Eiern kommen dann vermehrt Aerodactyl, Portrott, Sneebel, Panzeragon, Schnäppke und Tarnel. Und Panzeragon wurde Shiny angekündigt. Sprich 4 neue Shinies in einem kurzen Zeitraum. Plus die ganzen Halloween Shinies. Es wird abgehen. Das wird auf jeden Fall abgehen. Und 2-fache Effektivität vom Inkubator. Sprich einfach nur halbe Distanz. An sich ganz nett. Das ist doch frei für alle. Und jetzt kommt der Bezahlpart. 8,99 € kostet das Ticket. Und das ist bereits die erste Frechheit. Denn das Ticket kostet eigentlich 7,99 €, was umgerechnet vielleicht 6 Euro sind. Aber für uns kostet es einfach mehr Euro, als es Dollar kostet. Hat aber bestimmt was mit den Shops und so zu tun. Apple Store, Google Play Store und dies, das. Aber schon frech. Mit dem Ticket kaufst du dir oder schaltest du sozusagen ein Event frei. Das läuft am 2. November, nur 2. November, von 11 Uhr bis 7 Uhr, also 8 Stunden lang. Du kriegst eine Spezialforschung, die musst du dann erfüllen und als Belohnung gibt es Regi Gigas. Und der wird übrigens danach der nächste X-Raid-Boss. Sprich, jeder, der das Ticket nicht kauft, kriegt trotzdem Regi Gigas. Zusätzlich gibt es dann 10 freie Pässe, was nicht schlecht ist, mit einem kleinen Haken, den Einerstein und einen Sinnohstein. Die Steine können wir eigentlich ignorieren, weil der Einerstein ist momentan recht selten, aber der wird nicht selten bleiben. Und Geld ist auf jeden Fall nicht wert. Aber ist schon frech von Niantic. Wir bringen den Einhaltstein raus. Macht den echt selten. Jeder fragt sich so, Oida, ich habe noch keinen Einhaltstein. Richtig selten, voll selten und so. Damit wir den jetzt kaufen. Ansonsten, weil wäre er häufiger, dann wäre das natürlich jetzt nicht so attraktiv mit dem Einhaltstein. Es gibt sogar eine Pose. Das ist ganz nett gemacht, weil die Posen sind schon recht teuer. Ich habe noch keine. Auf jeden Fall ein netter kleiner Bonus. Und die 10 Pässe sind freie Pässe. Das heißt, du kannst immer nur einen maximal haben. Den kannst du nur an diesem einen Tag, am Eventtag, erdrehen und benutzen. Das heißt, du musst in diesen 8 Stunden 10 Raids machen, damit du halt die ganzen vollen Pässe ausnutzt. Was ein Problem sein könnte für Dorfspieler, die nicht genug Arenen haben, die nicht genug Raids machen. Weiteres Problem ist, für die Spezialforschung musst du einen Regi Eis, Regi Rock und Regi Steel besiegen. Ist ein weiteres Problem für die ganzen Dorfspieler, die keine Raids zustande bekommen. Aber an sich kriegt man schon eine Menge für 8,99 €. 10 Pässe, eine freie Pose. Wobei, und das war es eigentlich auch schon. Ich meine, ich würde sagen, es ist Ausgleich, ist okay. Also Fett Plus macht man da jetzt nicht. Aber kommen wir zum Thema Bezahlen für Events. Also das Ticket könnt ihr nicht mit euren Münzen kaufen, sondern nur mit echt Geld. Ich kenne viele Spieler, die sind Free-to-Play. Ja, das war's für die. Aber, wie gesagt, der kommt danach in die X-Raids und verpassen tut dir nicht wirklich viel. Ein Sinnerstein, ein Einerstein, eine Pose und, oh, und eine Medaille gibt's auch noch. Ist ja ein Event, so wie Safari-Zone und sowas. Eine Medaille gibt's auch und die würdet ihr dann auch verpassen. Aber ist das so schlimm? An sich nicht, weil wenn ihr nicht zu einer Safari-Zone fahrt, dann verpasst ihr die halt auch. Also wir fahren ja nicht nach Safari-Zone Taiwan oder so. Und jetzt haben wir die auch verpasst. Also man kriegt ja nur die Medaillen, die man hat. Es gibt jetzt so viele Medaillen, dass man da eine verpasst, ist jetzt nicht so schlimm. Die 10 Pässe jucken einen auch nicht als Free-to-Play-Spieler, weil man hat eh nie Pässe. Also. Und wenn man Geld oder Münzen hat, dann kauft man sich eh eine Box. Das ist jetzt nicht der beste Deal für freie Raid-Pässe oder so. Ein Free-to-Play-Spieler sollte das auch nicht jucken. Und wie gesagt, Regi Gigas danach in den X-Raids umsonst. Also als Free-to-Play-Spieler verpasst man nicht unbedingt was. Als Cash-to-Play-Player kriegt ihr halt eure Sachen früher, habt ein bisschen Content. Ich meine, ist schon okay.
Ich weiß, Niantic geht in so eine Richtung, wo mehr Fokus auf Geld und Geld machen und Zahlen und Pay und sowas gelegt wird. Ich kann diese Richtung noch nicht wirklich komplett verurteilen. Ich meine, das Business, die müssen Geld machen. Ja, es wird schon langsam immer unfairer gegenüber Leuten, die kein Geld ausgeben oder kein Geld ausgeben wollen oder zu jung sind, um Geld auszugeben. Es gibt ja auch viele junge Spieler, die können nicht einfach so 8,99 zahlen. Die haben nicht mal PayPal oder sowas. Aber noch muss man nicht dafür zahlen, weil wie gesagt, man kommt auch ohne das Ticket klar. Das Ticket ist halt für alle, die Bock haben. Ist halt immer noch Leiden für Dortspieler, weil er bringt halt nicht viel für die. Wenn dort keine Raids zustande kommen, lohnt sich das Ticket nicht wirklich. Ich werde mir natürlich das Ticket gönnen, mir einen schönen Tag da machen, aber notwendig würde ich sagen, ist es auf jeden Fall nicht. Also macht euch keinen Kopf, wenn ihr das verpasst oder es nicht kauft oder kaufen wollt. Klar, wenn man irgendwie dagegen vorgehen möchte und Niantic irgendwie ein Zeichen setzen wollen würde, so sollte man eigentlich das Ticket nicht kaufen. Und wenn das wirklich echt viele machen würden, was natürlich nie passieren würde, aber wenn das echt viele machen würden und die sehen, okay, hey, das floppt, dann könnten wir vielleicht irgendwas verändern. Aber ich denke, das wird ein voller Erfolg, um ehrlich zu sein. Und das wird jetzt öfters kommen, weil, hey, wieso nicht, wenn man damit Geld macht? Ich meine, ihr kennt ja mein Problem mit den Raids, das habe ich auch schon oft angesprochen. Die erste Runde muss man eigentlich gar nicht machen, aber wir machen es halt trotzdem. Und dann kommt es nochmal in einer besseren Form wieder, aka eine neue Attacke oder aka Shiny. Und da gehen wir halt richtig krass ab. Dasselbe mit Rayquaza. Das erste Mal, wo er da war, hätten wir eigentlich 0 Raids machen müssen. Das zweite Mal, wo er zurückgekommen ist, hätten wir eigentlich auch 0 Raids machen müssen. Und dann eigentlich erst nur jetzt, wo er Shiny kam, da hätten wir abgehen sollen. Und hätten uns eine Menge Geld gespart. Rein theoretisch. Dasselbes gilt für Mewtwo. Die zweite Runde, also nach den X-Raids, dieser eine Monat, Ultra-Bonus, wo er da war, ist er jetzt eigentlich komplett unnötig. Weil jetzt haben wir einen Psychostoß-Mewtwo bekommen. Das heißt, das Mewtwo vom letzten Jahr, dieser eine Monat, wo jeder geradet hat, wie verrückt, das war vollkommen unnötig. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare eure Meinung zum Ticket schreiben. Gönnt ihr euch ein Ticket oder gönnt ihr euch kein Ticket? Ich kann nur sagen, die nächsten paar Wochen werden krass. Halloween-Event und das Regi-Event. Ich bin bereit. Ich freue mich drauf. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.